Ich möchte noch auf etwas sprechen, was doch noch wichtig ist für die Statuten. Ja, gerne. Und zwar im Artikel 5, Ziffer 3, Absatz A. Die Mitglieder verpflichten sich den bestehenden... Können wir das Wort ändern? Mich nervt, dass es immer Mitglieder heisst. Ich habe kein Glied, du hast auch kein Glied. Kann man das nicht irgendwie... Es ist einfach so. Nein, man kann das anders so Wort finden. Heil auf dem Frieden. Jeder fucking Gegenstand ein anderes Wort. Ja, also wie meint... Also zum Beispiel die Mitgliederinnen. Nein, das ist Gliederinnen. Die Mitwirkenden. Nein, mit den ohne Glied zum Beispiel. Leck, du hast heute schon genug... Sabine, echt, jetzt geht es mir langsam auf die Lage. Ich habe Geburtstag! Ich wollte einfach jetzt hier spielen. Wir wollen eigentlich im Kern nämlich miteinander gut haben und nicht um so scheiß Paragraphen herumreiten. Eben, wenn man es im Kern miteinander gut hat, dann muss man auch hören, was die anderen finden und wie die sich fühlen. Ja, aber wenn nur immer einer redet. Oder eine! Siehst du, du meinst, ja, du implizierst mich, aber sagst trotzdem eine. Eine Person. Es geht gerade nicht ums Ei, es geht um deinen verdammten Schwanz. Ich will nicht in jedem verdammten Text einen Schwanz lesen. Herrgott, nochmal, jetzt nennt's mir denn. Was ist in deiner Kindheit passiert? Was ist in deiner Kindheit passiert? Weißt du was?